endlich wieder Weihnachten. Weihnachtsmänner, Nikoläuse und Lebkuchen ohne Ende. Unglaublich, was es hier so alles Schönes gibt. Doch alle Jahre wieder versucht Foodwatch den Menschen die Freude auf das Fest zu verderben. Nun ja, Weihnachtszeit ist Spendenzeit. Und weil man Geld von den Förderern braucht, sucht man deshalb die Öffentlichkeit. Mineralöl sei in den Leckereien nachgewiesen, heißt es wieder einmal. Was ist da dran? Kann ich das jetzt noch essen? Ja, risikobasierte Untersuchungen der amtlichen Überwachung von Schokolade in Adventskalendern haben nur Spuren an der Nachweisgrenze gezeigt. Die Proben wurden nicht beanstandet. Kein Grund zur Besorgnis, sagt das Amt. Gleichwohl, den absoluten Nullpunkt bei Umweltproben gibt es für den ehrgeizigen Chemiker natürlich nicht. Und genau das macht sich Foodwatch zu eigen. Fakt ist, die Lebensmittelwirtschaft hat sich mit Erfolg der Aufgabe der Minimierung dieser unerwünschten Mineralöle gestellt und den Gehalt in den Lebensmitteln in den vergangenen 5 Jahren deutlich reduziert. Denn Gesundheitsschutz geht vor. Und das gilt natürlich nicht nur für Weihnachtsmänner, sondern für alle Lebensmittel.